Ja, dann wird man hinausgehen, wird die Tür wieder schließen und einen dicken alten Bartschlüssel herausholen, das Tor von innen, die Tür von innen drin abschließen und den Bartschlüssel wieder einstecken. Du selbst arbeitest im Augenblick in einer der großen Leichenhallen im Appendix, im Außenring des Spitals. Es gibt da mehrere Leichenhallen tatsächlich. Deine ist, wie es aussieht, am Tor direkt nach Justizian positioniert. Der Richter auf jeden Fall läuft es voraus und du siehst im Schatten des Tores, im Windschatten des Tores, um genau zu sein, auch sein Pferd, wie es aussieht, stehen. Der hat, wie es aussieht, sehr, sehr eilig. Die Famulanten, die am Tor Wache halten, selber gucken auf jeden Fall nicht ganz so erfreut, wenn man es denn überhaupt sagen kann. Sie tragen natürlich auch ihre Gasmasken. Man folgt dem Mann einfach, ignoriert die anderen Formulanten. Ja, Wenn die sie einen nicht anderen. ansprechen, sprechen wir sie auch nicht an. Ja, du siehst auf jeden Fall, wie sie anstandslos das Tor sozusagen öffnen. Mit einem elektrischen Summen setzt sich der Motor in Bewegung, der das Gitter nach oben zieht. Ja, der Richter steigt aufs Pferd. Und hält dir die Hand hin. Los, steigt auf! Da drauf. Nein, auf meinen Rücken! Das ist mir zu gefährlich auf eurem Rücken. Ja, hinter dir hörst du ein kurzes Husten von einem deiner Mitformulanten. War das ein Lachen? Du bist dir nicht sicher. Nein, aufs Pferd! Kommt, komm, los! Man dreht sich einfach mal vom Richter weg zu dem anderen Formulanten hin. Ihr solltet den Husten untersuchen lassen. Vielleicht ist es Verspohrung, wenn ihr Glück habt. Man dreht sich wieder zum Richter. Jetzt? Ja, jetzt. Steig auf, Ja, los. man greift die Hand und schwingt sich mit nach oben. Du kannst, glaube ich, nicht reiten, oder? Nee, das selber reiten kann ich. Ja. Deswegen wirst du dich aber festklammern. Der Richter auf jeden Fall gibt seinem Pferd ordentlich die Sporen, sodass ihr durch diesen Schneefall und den Sturm prescht. Du dankst auf jeden Fall dem großen Mediziner im Himmel, dass er den Gasmasken Augengläser gegeben hat. Das verhindert nämlich, dass das Zeug in deine Augen und in deine Lunge gerät. Ihr reitet gute 20 Minuten tatsächlich nur. Die Distanz zwischen Justizian und Spital einzuschätzen ist irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird auf jeden Fall in einer gewissen Distanz, einer ja, gewissen begrehbaren Distanz sein, sonst wird das wenig Sinn machen, dass die ganzen Kranken aus Justizian im Spital behandelt werden. Begibst dich auf jeden Fall nach ja, Justizian. Was auch seine Zeit tatsächlich dauern wird. Und in dieser Zeit tatsächlich haben wir noch andere Leute, die sich mit einer Leiche beschäftigen müssen. Ja, der Schneefall wird übrigens stärker. Auf diesem Platz mache ich einmal noch ein zweites Mal die Runde und schaue diesmal ausführlich in jede von diesen kleinen Minigassen rein. Du darfst mir mal eine Probe auf Wahrnehmung würfeln. Bitte. Das ist natürlich für deinen Würfelwert ein erstaunlich guter Wurf. Ja, du guckst dich um und mehr durch Zufall guckst du tatsächlich in ja, eine der alten Stahlkonstruktionen, die so halb gewollt, halb ungewollt sich am Rande dieses Müllhaufens aufwerfen. Und auf einem Haufen von verrottendem Müll siehst du dort jemanden liegen und schnarchen. Du guckst ein zweites Mal hin. Ja, da liegt wirklich jemand. Was ist das für ein Typ? Tja, dann darf er sich mal beschreiben. Dir fällt als erstes ein abgewetzter schwarzer Umhang auf. Über und über bedeckt mit Flecken und Unrat. Am oberen Ende des Umhangs schaut unter einer halb zerfledderten Kapuze ein ramponiertes Gesicht hervor. Drei klassische Punkte auf der Stirn deuten eindeutig auf einen Wiedertäufer hin, der gerade dabei ist, sein Gesicht etwas tiefer in die dampfende Masse zu drücken und noch einmal zu einem lauten Schnarcher auszuholen. Ich gehe so leise, wie ich da hingekommen bin, zurück. So, zum Advokaten. Ich habe da hinten einen Wiedertäufer gefunden, schläft. Ein Wiedertäufer. Was macht der denn hier? Keine Ahnung. Sollten die nicht ganz woanders im Müll liegen?
Im Mülligen trifft's relativ gut. Auf der anderen Stadtseite. Ich nehme ihm jetzt die Waffe weg und dann können wir ihn aufwecken. Gut gemacht. Ja. Ich gehe zum Wiedertäufer. Liegt der auf seiner Waffe oder liegt die daneben? Die Waffe liegt so mehr schlecht als recht unter seinem Körper. Du könntest sie mit Leichtigkeit entwenden. Ja, das tue ich. Ich nehme an, das ist Heimlichkeit, um ihn nicht aufzuwecken. Ja, das ist Heimlichkeit tatsächlich. Obwohl, wenn du es ihm wegnehmen willst, ist es Fingerfertigkeit tatsächlich. Das ist schlecht. Ah, könnte sein. Ja, ich ziehe da einmal an dem langen Schwert. 2 Schritte zurück, aber vermutlich wacht er jetzt gleich auf. Ja, du darfst mir mal mit -2 Wahrnehmung würfeln, Philippos. -2, sagtest du? Genau. Okay, einen Moment. Wird das dann einfach von dem Würfelpool abgezogen? Ja. Ja. Was passiert, wenn der Würfelpool 0 oder weniger ergibt? Dann darfst du nicht würfeln. Philippos, schlecht. Du wirst so halb wach, als irgendwas unter dir bewegt sich. Ich drehe mich einmal rum und versuche mit der breiten Pranke danach zu fassen. Versuche meinen Arm auf das zu legen, was sich da bewegt. Vielleicht ist es die geile Rothaarige, mit der du vorher was hattest. Ihr könnt jetzt beide ein schleifendes Geräusch hören, wie irgendwas Schweres auf dem Boden entlang gezogen wird. Advokat Malorn, der Richter, ich schaue einfach mal mit dem Hammer auf dem Boden schleift in die Richtung und komme euch mal entgegen. Davon wird quasi jeder wach. Ja, ich komme ihm rückwärts auch entgegen und in der einen Hand das mächtige Zweihandschwert des Wiedertäufers. Und in der anderen, naja, sieht aus wie ein kurzer Stock. Vielleicht 20 Zentimeter lang. Der Wiedertäufer blinzelt einmal, sichtlich bemüht, reibt sich die Augen, setzt sich halb auf und er starrt dann mitten in der Bewegung. Was beim Demiurgen und den 7 Ausgeburten? Wer seid ihr? Das ist auf jeden Fall nicht die geile Rothaarige von vorher. Und was? Oh, was? Ruhig bleib, ganz ruhig. Er reibt sich noch einmal die Stirn und spuckt dann erstmal vor euch aus. Das hier ist jetzt Richterland und ich entscheide, was mit dir passiert. Wie lange liegst du hier schon? Seit wann stellst du die Fragen? Okay, mein Geduldsfaden ist relativ kurz. Wenn ich dir nicht irgendwas zertrümmern soll und wir fangen da an, wo es erstmal nur weh tut, dann redest du. Wie lange liegst du hier? So weit kommst du. Was weiß ich, wie lange ich hier lieg? Du kommst doch ran und störst. Das heißt, du bist nicht zwischenzeitlich wach geworden? Nein. Durch Schreie. Die einzigen Schreie, an die ich mich erinnern, waren... Na, das geht dich nichts an. Ja. Währenddessen irgendwas im wirklich finsteren Hinterkopf von dir bewegt. Irgendwas regt sich da. Irgendwas war doch. Du bist dir nicht mehr ganz sicher. Das wird die geile Rothaarige gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Was hast du noch für Fragen? Oder bist du fertig? Also, du hast ja jetzt gerade im Dreck geschlafen, da wo du hingehörst. Falsches Viertel. Was tust du hier? Hast du dir eine Schrotterin gesucht oder was? Oder einen Schrotter? Das Einzige, was man bei den Schrottern gut findet, das ist der Alkohol. Der ist gut. Ich war mit meiner Rotte unterwegs. Wir wollen einen drauf machen. Wo ist der Rest von deiner Rotte jetzt? Das kennst du ja nicht. Das ist ja kein Spaß im Leben. Wo ist der Rest deiner Rotte? Sehe ich aus, als wüsste ich das? Pass auf. Hier sind sie nicht, oder? Pass auf, ich kenne ein paar Leute bei den Apokalyptikern. Und glaub mir, die werden sie finden. Gnade dir. Das ist der Grund, warum ich normalerweise nicht mit solchen Leuten wie dir zusammenarbeite. Weil du Leute kennst, die Abos sind. Ja, des Weiteren, Philipp, aus dir dröhnt der Schädel. Ich hätte gerne den zweiten Wurf nochmal. Schön, okay. Wenn die nicht wissen, dass du würfelst.
schaue mich weiter um, ob hier noch mehr Leute eingeschlafen sind. Wo sind denn diese beschissenen Spitalier? Ja, jetzt wo er sagt, mehr Leute, vorher war doch hier noch jemand. Ah genau, du erinnerst dich noch, du bist an so jemanden vorbeigestolpert, als du dich deinen Müll fallen hast lassen. Der hat auch den Müll abgeladen in der Nacht. Oder war es tags? Du bist dir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war hier jemand, der was abgeladen hat. Wie ein schwerfälliges Walross wälzt sich der Wiedertäufer einmal rum und rappelt sich auf ein Knie, stützt sich an einem Stück Schrott ab. Schau doch mal da drüben, vielleicht ist der noch da. Einer von den Schrottern wahrscheinlich. Ja, er zeigt genau in Richtung, gesehen hab. Er zeigt genau in Richtung, wo die Leiche liegt. Ist noch da. Frag ihn doch. Da mich nicht mehr. Hab ich schon, antwortet nicht. Dem schon mal versucht weh zu tun? Ihm wurde versucht weh zu tun. Ja, du bist dir ziemlich. Ja. Du bist dir ziemlich sicher, Malorn, dass das, was ihm widerfahren ist, wahrscheinlich höllisch weh getan hat. Wieder blitzt vor deinem geistigen Auge dieses verstümmelte Gesicht auf und dieser förmlich aufgebrochene Brustkorb. Buck ist sein Schwert blutig. Ich schau mir das Schwert nochmal an. Was machst du mit meinem Schwert? Dem ersten potenziellen Verdächtigen die Waffe wegnehmen. Ich schau mir das Schwert, dann ist da Blut dran. Nein, da ist tatsächlich kein Blut dran. Aber dann. Das ist sauber, das Schwert. Aber, du wolltest was sagen? Aber Dreck ist dran. Kannst es ihm wiedergeben? Ja. Ich halte ihm das Schwert mit dem Griff in seine Richtung hin. Ich grapsche fahrig danach. Fang jetzt verdammt nochmal an, wach zu werden. Sonst sorge ich dafür, dass du aus diesem Müllberg nicht wieder aufwachst. Niemand stellt hier irgendwelche Fragen. Der kalte Wind und der vom Müll fallende Schnee, der so auch langsam dir ins Gesicht weht. Philippos, mach dich auch langsam so ein bisschen wacher. Was natürlich nicht heißt, dass du heller wirst. aber auf jeden Fall aufmerksamer. Und scheinbar der Richter scheint irgendwie es sehr ernst zu meinen. Irgendwas scheint hier passiert zu sein. Du kannst dir nicht erklären, was, aber normalerweise sind Richter zwar unfreundlich, aber sie sind keine totalen Arschlöcher. Ja, du kannst es auch erkennen, wie ich gerade mit meinen Handschuhen zwischen Daumen und Zeigefinger reibe. Irgendwas habe ich da wohl an den Handschuhen und wenn du genauer hinguckst, kannst du wohl auch sehen, wie es ein bisschen rot ist. Irgendwie scheint da wohl Blut an den Handschuhen zu sein. Das erkennt er nicht, dafür habt ihr so wenig Licht. Flüssigkeit vielleicht. Ich fahre mal nach meiner Kapuze, setze mir auf, um den Schnee vor meinem Gesicht fernzuhalten und und was macht ihr jetzt nochmal hier? Warten auf die Spitalier immer noch. Spitalier, ist doch was passiert. Was? Der Rest vom Platz ist sauber. Danke. Da. Richter, klär mich doch mal auf. Was ist jetzt los? Was? Ihr wartet auf einen Spitalier. Liegt da jemand oder wie? Da liegt jemand. Und wenn du nichts gesehen hast, dann bist du nutzlos. In diesem Augenblick könnt ihr Hufgetrappel hören. Und ein Pferd kommt aus seiner Nebengasse geschossen. Und ein großes Richterpferd, ist natürlich klar. Ein Richter sitzt darauf, der irgendwas auf den Rücken gepackt hat. Halt, stopp, das ist ein Spitalier. Ja, der Ritt war ziemlich durchrüttelnd für dich, Johnny. Auf und ab, auf und ab. Du bist bis jetzt wahrscheinlich noch nie geritten. Und das ist auf jeden Fall keine Erfahrung, die man so häufig wiederholen sollte. Ihr tut irgendwie das Gesäß schon jetzt nach kurzer Zeit weh und es ist auch ziemlich kalt gewesen, wie ihr durch diesen schneidenden Wind geritten seid. Was vor allem daran liegt, dass er dir voll in den Rücken geblasen ist. Geblasen hat, Verzeihung. Du frierst, du bist wahrscheinlich auch ein bisschen müde, du hast schon länger nicht mehr geschlafen. Und wirst jetzt auf diesen Platz sozusagen vom Pferd geworfen. Vor dir ein gigantischer Müllhaufen. Die Lichtverhältnisse sind sehr, sehr prekär. Eine der Fackeln tatsächlich hätten die beiden anderen Protektoren dagelassen. Die habt ihr noch als Lichtquelle, sonst habt ihr eigentlich gar keinen Licht. Der Arzt in Spitalia-Uniform steht auf. Schaut sich um. Ja, der schaut dann zu dem Richter, der ihn eingebracht hat. Ja, der steigt auch ab, guckt sich kurz um. Sieht seinen zwei Kameraden nicht mehr, aber sieht dich natürlich, Malorn. Kommt auf dich zu. Reicht dir die Hand. Guten Morgen. Na, morgen oder Nacht eher. Ich bin so schnell geritten, wie ich konnte und hab den ersten geholt, der sich mit Leichen auskennt. Ausgezeichnet, danke. Er nickt. Ich übernehme. Ach, Kälte hier. Wen hat's eigentlich erwischt, dass wir so dringend so einen Aufstand drum machen?
Naja, das bleibt unter Verschluss. Nicht deine Gehaltsklasse. Nicht mal meine. Ja, guck dich an, leg so den Kopf schief. Scheiße. Vergiss, dass du hier warst. Wird doch keiner von uns gewesen sein, oder? Oder war es einer von den Typen aus dem Kartell? Wie gesagt, vergiss, dass du hier warst. Du hast mir immer gern eine Probe auf entweder dominieren oder Ausdruck würfeln. Dann werde ich Ausdruck nehmen, sind 6 Würfel. Dann würfel doch mal. Oh, das ist ein sehr guter Wurf. Das sind 5 Erfolge. Er nickt. Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Ja, ich bin dann mal weg. Ich muss ins Warme. Oh Gott, das ist eine scheiß Arschkälte hier. Er mummelt sich stärker in seinen Mantel ein, in seinen Ledermantel. Zieht sich nochmal das Tuch tief ins Gesicht, den Hut ebenfalls, damit der Schnee aus den Augen ferngehalten wird. Steigt wieder auf sein Pferd und galoppiert nicht davon, aber reitet doch recht flott los. Ja, ich tippe mir ja nur noch bedeutungslos an den Hut und schau dann zu dem Spital, ja. Guten Morgen. Der dort mit der aufgesetzten Gasmaske steht, die auch von innen natürlich bei den Außentemperaturen beschlagen ist und man wahrscheinlich nur sehr, ja, sehr schlecht die Umwelt draußen erkennt. Ja, dann werde ich mir nochmal mein Atemlätzchen fester an den Mund ziehen. Ich bin mir nie ganz sicher, wie das mit den Spitalien ist, aber wenn du da dich gegen den Sturm schützt, dann ist es auch gut, wenn ich das tue. Deute dann mit meinem Hammer auf den Richter, der am Boden liegt unter dem Tuch. Das sollten Sie sich vielleicht ansehen, Doktor. Dr. Johnny. Dr. Johnny, das sollten Sie sich vielleicht ansehen. Was? Okay. Dr. Johnny kommt auf dich zu, kniet sich nieder vor deinem Hammer und betrachtet deinen Hammer. Haben Sie mir einen geistig Verwirrten geschickt? Na gut, Spitalia. Okay, Dr. Johnny. Hier unter diesem Tuch liegt eine Leiche. Sein Gesicht ist zerstört, allerdings weiß ich nicht, ob das die Todesursache ist. Könnten Sie sich das bitte freundlicherweise ansehen? Das wäre sehr nett, denn das übersteigt meine Kompetenz. Ja, dieses Tuch, natürlich. Läuft Dr. Johnny zu dem Tuch hin, kniet sich hin und schiebt das Tuch beiseite. Ich halte ihn nicht. Um sich anzuschauen, was man dort sieht. Ja, du darfst mir auch mal kurz mal Wille Psyche würfeln. Ich glaube, das ist bei dir natürlich kein Problem. Oh nein, das ist kein Problem, oder? War doch ein bisschen schon. Jo, tatsächlich, das ist ein bisschen mehr Problem natürlich. Ja, du guckst da und du bist zwar eigentlich, was menschliches Leid geht, tatsächlich sehr abgehärtet und allgemein das Leid anderer Leute ist dir ziemlich egal, aber jetzt nach diesem harten Ritt und durchgefroren, trifft es dich tatsächlich doch ein bisschen härter, dass du jetzt halt eine Leiche siehst, die aufs Schlimmste verstümmelt worden ist. Er ist tot. Todesursache? Das lässt sich erst bei einer Autopsie erfahren, dafür muss ich ihn aufschneiden. Das geht nicht hier, außer sie wollen ein verfälschtes Ergebnis. Ja, das Anmerken, ich vermute mal, dass Malorn die Fackel hält, oder? Werde ich dann tun, ja, also, okay, hab eine Hand frei. Ein Tisch und ein Dach brauche ich. Haben wir hier irgendwelche Außenbezirke? Also, irgendwelche Safehäuser, wo wir uns zurückziehen können von den Richtern aus? Also es gibt überall Richterkasernen gibt es in regelmäßigen Abständen durch die ganze Stadt verteilt tatsächlich. Mhm. Es wäre wahrscheinlich nicht das Problem, jemanden da hinzubringen. Problem ist nur, es ist halt, also du bist Advokat, du bist wahrscheinlich nicht hoch genug im Rang, als dass du Leuten befehlen kannst, keine Fragen zu stellen, wenn du eine Leiche in eine Kaserne schleppst. Können wir nicht einfach eines dieser Häuser hier nehmen, die Bewohner raussetzen, unsere Autopsie machen und danach wieder gehen? Hier wohnen nur Schrotter, das könnte funktionieren. Dann schicken wir sie mit ein paar Wechseln auf die Straße, sollen sie Alkohol trinken. Wenn das für eine Autopsie reicht, machen wir das. Ja, dann drehe ich mich mal in Richtung Manufakturisten und würde da mal an einer der Türen, die nicht so schäbig aussehen oder die irgendwie ja winddicht aussehen, dass man sich dann zurückziehen könnte, würde ich einfach mal rantreten. Ja, also die meisten Dinge hier sind tatsächlich sind Werkstätten, würdest du sagen. Und Teile sehen natürlich auch so aus, als wären es nur Werkstätten. Also du könntest auch ein Gebäude finden, wo einfach gerade niemand drin ist. Ja. Wenn muss man da die Tür. Ja, Türen aufbrechen oder mit dem Schloss irgendwie hantieren. Schaue ich mal in Richtung von Bug oder Erase. Und falls Philippos sich angesprochen fühlt, könnte auch der einen Blick erhaschen. Ja, was gibt's? Tür öffnen. Egal wie. Ja, ne?
Ich drück dich mal zur Seite, bevor du irgendwas machen kannst, und stapf auf die Tür zu. Ja, was auch wirklich... Philipphaus ist gebaut wie ein Hühne. Also wirklich sehr, sehr kräftig. Ich stell mich davor, baue mich da auf wie ein Berg und trete einmal kräftig mit dem rechten Bein zu. Und mal Körper plus Kraft. Das sind 4 Erfolge, 2 Trigger. Ja, ihr seht auf jeden Fall, wie ein Dampfhammer schießt Philipphaus Bein nach vorne, der vorher noch im Müll lag und aussah wie so ein Säufer. Stehend ist er auch deutlich beeindruckender, weil man seine Größe zum ersten Mal so wirklich wahrnimmt. Tritt gegen das Schloss einmal, man sieht, wie die Stahltür, ja, sich nicht wirklich eindellt, aber auf jeden Fall das Schloss sich irgendwie tief in den Türrahmen gräbt. Ein zweites Mal tritt er zu und es gibt ein metallisches Knacken, als er die Tür nach innen eintritt sozusagen. Die Tür ist nicht aus den Angeln gehoben worden, aber das Schloss hat, wie es aussieht, seinen Weg durch den Türrahmen sich gefräst. Ja, die Tür schlackert jetzt im Wind. Also gut. Um mich noch einmal umzudrehen, marschiere ich einfach rein. Da haben wir den Mann fürs Groben gefunden. Buck, nimm die Leiche. Dr. Johnny, ja. Wir haben einen Unterschlupf gefunden. Ja, ich heb die Leiche dann hoch und lass das Tuch dabei drauf. Und trage sie dann dorthin. Ja, kein Problem. Ihr tragt die Leiche nach drinnen. Drinnen ist eine Werkstatt, würdet ihr sagen, ist das. Nicht sonderlich groß, ziemlich dunkel. An den Wänden tatsächlich Halterungen für irgendwelche Lichtquellen tatsächlich. Sogar eine alte Batterie geschweißt, wie es aussieht, so eine elektrische Lampe. 2 große Tische, die vollgestopft sind mit irgendwelchen Muttern, Schrauben, Metallteilen, Werkzeug. Eine Tür, wie es nach hinten führt, und eine Leiter, die zu einer Art Luke führt, die nach oben zu sehen ist. Ich suche den Lichtschalter. Ja, du suchst den Lichtschalter, der ja irgendwo in der Nähe dieses elektrischen Lichts sein muss. Du kennst dich ja ein bisschen aus mit solchem Zeug und deswegen findest du ihn auch ohne Probleme. Mit einem elektrischen Knacken und einem Surren erwacht tatsächlich dieses elektrische Licht, das baumelnd über dem, ja, über den Tischen hängt und taucht den Raum in flackerndes Licht. Ja, Dr. Johnny hat seinen Spreizer mittlerweile vom Rucksack von der Seite abgemacht und fährt mit der flachen Seite einfach mal sanft über den Tisch, um den Tisch zu entleeren. Was auch immer da drauf ist, wird jetzt auf den Boden gefeuert. Ja, polternd das ganze Zeug, was sich darauf befunden hat, knallt nach unten. Das Einzige, was stehen bleibt, ist ein Schraubstock, der wieder mit dem Tisch verbunden ist. Ansonsten landet ein ganzer Haufen von Dingen auf dem Boden, ein Ölkanister kippt um und ergießt seinen dunklen Inhalt über den Boden. Trotzdem wird der Raum dadurch nicht sonderlich unordentlicher, muss ich ganz ehrlich sagen. An dem Schraubstock hält man dann seinen Rucksack. Jetzt, also, wenn die Tür wahrscheinlich auch schließt, dann hört ihr dann auch, wird es so ein bisschen leiser, der Sturm peitscht nicht mehr um euch herum. Und jetzt hört ihr tatsächlich auch von oben ein Schnarchen, ein wirklich unglaublich lautes Schnarchen. Und doch jemand im Haus, aber der hat wieder nicht mitbekommen, dass ihr hier rein seid. Und es war ziemlich laut, wie die Tür eingetreten worden ist. Buck schaut einmal nach oben. Wenn er davon nicht aufgewacht ist, dann wacht er gar nicht mehr auf. Sorgt dafür, dass das Schnarchen nicht aufhört. Sollte er runterkommen, dann. Er darf das hier zumindest nicht sehen. Du da, Fiedertäufer, wie heißt du? Philipphaus. So nennt man mich. Philipphaus. Kannst du arbeiten? Weißt du, was Richter sind und wo unsere Aufgabengebiete liegen? Überlegt erstmal einen kurzen Augenblick. Du siehst einen leeren Blick. Und dann eine milde Erkenntnis. Gut. Stell dich an die Tür. Du hast hier jemanden kaputt gemacht. Sorg dafür, dass keiner reinkommt. Schulterzucken und dein Wort wird gefolgt. Das funktioniert sogar. Gut, Dr. Johnny, ist das alles, was Sie brauchen, oder fehlt noch etwas? Dr. Johnny zieht die Maske vom Gesicht und schaut sich um. Das ist alles, was ich brauche. Macht den Rucksack auf und holt ein Leinentuch heraus, was aufgeklappt wird auf dem Tisch, wo einige Skalpelle, Spreizer und sonstige medizinische, einfachste Handgeräte drin stecken. Ich brauche die Todesurzeit, also wann er verstorben ist. Ich brauche den Grund des Todes. Was hat ihn also umgebracht? Man kann zumindest im Gesicht erkennen, dass sein Auge zerstört ist. Die Nase ist
verschwunden und auch ein Teil seines Kiefers fehlt, aber ich weiß nicht, ob das postmortal zugefügt wurde oder ob es das war, was ihn tötete. Und eben auch was. Also waren es Klauen oder irgendwelche reißenden Werkzeuge. Bei den Jemadanern weiß man nie. Wenn es darum ging, irgendwelche Informationen zu bekommen, dann war ein ziemlicher Dilettant am Werk. Das sieht eher aus wie eine Hinrichtung für mich. Man sieht, wie Dr. Johnny zur Tür geht, an Philippus sich ein wenig sanft vorbeidrückt, um etwas aus der Tür rauszuhalten, einen Stift vielleicht, und den sanft zwischen die Türangeln schiebt, um, ja, dass es irgendwie da halb draußen ist, aber hält es dabei gleichzeitig fest. Das macht er ungefähr 30 Sekunden, dann schaut er auf diesen Stift, der anscheinend kein Stift ist, sondern aus irgendwas aus Glas bestehendes ist, und geht wieder zurück zum Tisch, schiebt es wieder in die Ablage hinein, da wo er es her hat, aus seinem Stofftäschchen, kann man sagen, und schreibt er das auf. Außentemperatur 8 Grad Celsius. Schneeeinsatz wirkt wahrscheinlich 3 bis 5 Grad wärmer vor einer Stunde. Fängt an, nimmt sein Skalpell, schneidet eine kleine Stelle an irgendwo in der Bauchgegend auf, würde man als Laie sagen, und schiebt diesen Gegenstand mit einem gewissen Präzision wieder hinein, um dann sozusagen noch einmal mit einem Ruck etwas tiefer in etwas hineinzustoßen. Etwas Weiches, wahrscheinlich etwas Härteres als einfach nur die Bauchgegend, wo er es immer reinschlägt. Ja, ich habe als erstes mein Stift wieder rausgeholt und auch ein kleines Notizbüchlein, total vergilbt. Habe dann angefangen, mir ein paar Notizen zu machen, wie es ein Advokat eben tut. Aber wenn ich dann sehe, wie du da herumfuhrwerkst, muss ich mich auch wegdrehen und wirken unterdrücken. Und so misst ihr die Lebertemperatur und bla bla bla. Soll ich das einfach mit einem Wurf abkürzen, Wolfen? Ja, du kannst ja gerne beschreiben, was du tust, während du machst du dann gerne einen Wurf mir. Die Umstände sind jetzt nicht ideal, aber auch nicht so katastrophal. Da die Würfe ja nicht sortiert sind, sollen wir uns darauf einigen, dass wir, wenn du Negativwürfe ansagst und wir noch nicht gewürfelt oder wir vielleicht zu früh würfeln, dass wir einfach von links nach rechts Würfel rausnehmen? Ja, das können wir so machen tatsächlich. Da sie nicht sortiert sind, ist ja kein Problem. Ja, dann nehme ich einfach die 3 raus und hast du 3 Erfolge und 2 Trigger. Was gar nicht so wenig ist tatsächlich. Dann müssen wir mal schreiben, was du genau machst. Ja, er steckt das Thermometer dort hinein und sagt, jetzt werden wir mal die Lebertemperatur messen. Mal schauen, wie warm er noch ist. Dadurch lässt sich der Todeszeitpunkt ermitteln im Zusammenhang mit der Außentemperatur. Dann scheint er sich danach den Wunden zu begeben, schneidet ein wenig an den Wunden herum und schaut. Ja, wenn man diese reißenden Geräusche hört von einem menschlichen Körper, wird man von meiner Seite erstmal das Herunterbeten des Kodex hören. Weiße Eier, erstes Larford-Stadion, noch nicht allzu lange tot, wie es scheint. Diene der Gerechtigkeit, suche das Falsche, ländere das Leid, das Wort. Man schaut in die Augen rein, schaut nach petechialen Blutungen, ob Blutadern in den Augen gerissen sind, die darauf hindeuten, dass derjenige erwürgt wurde. Es weckt den Geist, fordert das Wissen. Oder vielleicht erkennt man so in den Augen noch etwas anderes wie Gift. Der Hammer weiß nicht, er straft, er treibt aus, er entfernt. Ja, ich kann es aber gerne erzählen, was seine Erkenntnisse sein werden. Und dann irgendwann hört man die Reißsäge, wie sie den Brustkorb aufgesägt. Mantel und Hut sind das solch. Knacken. Man merkt auch richtig, wie Dr. Johnny da richtig 3-4 Mal ansetzen muss, weil er nicht so stark ist wie Philippos, aber das Ganze wohl mit einer gewissen Präzision macht und ja, man sieht ihn vor Vergnügen lächeln dabei, wie ihm sozusagen jetzt hier das ganze Glibber von den Händen läuft.